Ich setze mich dahin, gieße zuerst Iserun einen Tee ein und dann mir selber. Mit der Gabel Nun, mir. wir hätten eine Bitte, eine ordentliche. Eigentlich sind es zwei Bitten, aber nun. Die erste wäre, wir müssten, nun ja, einen Drachen aussuchen. Dafür bräuchten wir nun eure Hilfe. Scharf hier. Nein, ein ähnlich großer und alter Kaiserdrache in den Drachensteinen. Harpep. Ja, genau. Nun, wir benötigen seine Hilfe. Ihr wollt also, dass ich transversalisiere und euch mitnehme. Nicht mich, sondern die Werte Isarun und einen Gefährten von mir. In den Drachenstein war ich tatsächlich bisher noch nicht, aber ein paar reine Pforten kann ich euch anbieten. Ich denke, das wird ausreichen, oder? Das ist zu hoffen. Zumindest der Gesandte von APEP ist dort häufiger anzutreffen. So dann, nun benötigen wir vielleicht eure Hilfe, um auf diese Festung zu gelangen. Ihr wisst schon, dieses riesige fliegende Ding, was auf Gareth zufliegt. Ja, ich sprach bereits mit Saldor Vosslerin und er sagte, dass es wohl zu unserem Sinne ist, dass der Limbus versiegelt wird und ich dann nicht mehr transversalisieren kann. Nun, er sprach davon, dass ihr einen fliegenden Teppich besitzt. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Ich werde mich natürlich selbst auf diesem in die Lüfte erheben und versuchen, das ein oder andere Lüftchen herbeizuzaubern. Könnt ihr eine weitere Person auf diesem Teppich mitnehmen? Ja, das würde ich natürlich gerne tun, aber fliegende Teppiche sind sehr eigen. Sie haben eine Persönlichkeit und ihr solltet sie mal sehen. Einmal habe ich mich ohne, das war das erste Mal, das müsste jetzt auch schon 40 Jahre her sein, habe mich ohne das Aussehen meiner Schuhe auf ihn gesetzt und ich konnte danach eine Woche nicht mehr fliegen. Eine sehr eigene Geschöpfe. Sie haben Namen und Gefühle. Ihr Und meint. nein, sie dulden keine weitere Person auf sich. Schade. Ach, es war so eine schöne Idee. Man hört Ja, wir sind viel. gerade dabei, verschiedene Möglichkeiten, um auf die Festung zu gelangen, zu erörtern. Und nun ja, der fliegende Teppich war eine unserer Ideen. Ja, leider sind zwei Kollegen von mir bereits wieder, naja, geflogen oder auch transversalisiert. Gerade die Magier aus Kuntium an der Dracheneierakademie haben das ein oder andere gute Stück bei sich. Aber die sind leider als erstes zusammen mit den Belhankanern geflohen. Sie sagten, es wäre nicht profitabel. Profitabel. Ja, die Spektabilität aus Kuntium ist sehr aufs Geld aus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er finanziert eine zweite Akademie aus seiner eigenen Tasche. Ein Zauberschiff, die Sulman al-Nasuri. Und dafür Das ist braucht er ja sehr Geld. schön, dass er ein kleines Hobby hat, aber naja, was will man sagen? Hier wird mit dämonischer Magie hantiert, aber es ist nicht profitabel, so ein Treiben zu beenden. Gut. Sagt, werte Erzmagier, ihr seid doch mit den Elementen vertraut, nicht wahr? Mit allen von Und ihnen. demzufolge besitzt ihr auch Kenntnis der gegensätzlichen Elemente, der Unelemente. In meiner eigenen Basilius-Prüfung wurde ich mit ihnen konfrontiert. Was mögt ihr wissen? Gibt es eine Möglichkeit, sich vor diesen Unelementen zu schützen? Selbstverständlich, der Gardianum oder auch das Bannen von Luft, von Gegenluft. Wie steht es mit einer Vermischung dieser Unelemente, einer Säurer Nebel zum Beispiel? Ihr müsst wissen, einer unserer Gefährten hatte eine Vision, eine Gesichte und
In dieser kam so etwas vor, die Verschmelzung von Unelementen. Nun, was passiert, wenn man eine Flüssigkeit hat und ein Teil von ihr rausdrängt? Nehmen wir einfach mal diesen Becher. Ja. Herausdrängt, er schwappt über. Ja, genau. Er schwappt über und wenn ich meine Hand wieder herausnehme, er macht das tatsächlich gerade einmal, greift in seine Tasse und schäufelt sich so ein bisschen was heraus, nimmt danach seine Hand raus und schüttet den Rest auf den Teppich vor sich. Der Rest läuft nach. Es ist weniger Luft bzw. weniger Wasser dann in dieser Blase. Das fließt wieder nach. Also, wenn ihr die Gegenluft mit einem Gardianum verdrängt, fließt normale Luft nach. Vielleicht weniger. Aber sie Aber verteilt irgendwo sich muss gleichmäßig. diese Unluft doch hingehen. Also verteilt sie sich in der Umgebung dann oder ist sie einfach durch den Gardianum weg? Sie konzentriert sich auf, genau. Um euch herum entsteht dann, nun ja, eine konzentriertere Luft, die höchstwahrscheinlich den Schild angreifen wird. Davon solltet ihr ausgehen. Aber Luft zu verdrängen, das ist etwas, was wirklich einfach ist. Bleiben wir beim Thema Luft. Wir hatten ja Möglichkeiten erörtert, um auf die Festung zu kommen. Dabei ist uns der Cantus Leib des Windes eingefallen. Würdet ihr diesen empfehlen? Ah, der Leib des Windes ist natürlich besonders raffiniert. Wenn ihr ihn selbst benutzen könnt und daran gewöhnt seid zu fliegen, dann sollte es gehen. Aber für den Uneingeweihten ist dies sicherlich sehr schwer. Sehr schwer heißt nicht unmöglich. Nicht unmöglich. Wahre Helden scheinen dies benutzen zu können. Und wir brauchen Mut und Göttervertrauen. Das sollten wir haben. Nun, als Erzmagier der Luft werde ich euch selbstverständlich auch einen solchen Körper mitgeben können. Hervorragend. Aber mir fällt euch noch ein, was für Optionen wir noch nachgedacht hatten. Nun ja, es gab dieses Luftgefährt des Erfinders Leonardo. Der Ogerlöffel stand zur Verfügung. Lasst mich überlegen. Die Überlegung, ein Verwandlungselixier in einen, nun einen Tierkörper, beziehungsweise ein Cantus, der das gleiche bewirkt. Aber ist Aber es nicht so, dass man dann keine Ausrüstung mitnehmen kann? exakt dies. Es gibt immer einen Nachteil. Das wäre zumindest für den Leib des Windes nicht das Problem. So dann, ich weiß nicht, ob ihr das sagen dürfen. Ihr wisst schon, diese Frauen hier in Gard. Zwinker, Isarung zu. Ja, die Frauen. Seid offen, bitte. Na gut. Wir dachten daran, den örtlichen Hexenzirkel zu rekrutieren, um nun ja uns oder andere hinaufzubringen. Wir sind natürlich keine Experten für Hexenmagie, deswegen wir wissen nicht, ob es möglich sein wird, aber es ist ja allgemein bekannt, dass sie irgendwie fliegen können auf solchen Stecken oder so. Ja. Und sie können auch sicherlich viele Fluggeräte zur Verfügung stellen. Aber ihr solltet bei den Verhandlungen euch klar sein, dass die Hexen entweder Satuaria sehr nahe stehen oder, und dies passiert leider nur allzu oft, dem Herrn der Rache. Ihr meint, sie würden... Nein. Sie würden uns verraten?
an den Feind? Nicht dem Herrn des Verrats, sondern vor allem dem Herrn der Rache. Ja, vielleicht auch der Herr der Lüge, der Unwahrheit, aber ich sage nur, dass ihr bei euren Verhandlungen vorsichtig sein müsst, wie ihr an diese Sache herangeht. Versucht sie auf Satori einzuschwören. Das ist ein guter Rat. Nun, wie steht es mit elementaren Kräften? Könnten wir Djinne zur Verfügung gestellt bekommen, die uns nun ja in der Festung helfen würden? Djinne sind genauso wie elementare Meister sehr eigensinnig. Ein Element könnte man wohl kontrollieren, einen elementaren Diener. Aber einen ganzen Djinn, ich glaube, er würde sehr ausrasten und die Festung selbst versuchen auseinanderzunehmen. Nun ja, in gewissen Örtlichkeiten innerhalb der Festung wäre es doch sinnig und zweckvoll, wenn dieser nun Djinner, wie gesagt, ausrastet. Bei bestimmten zentralen Elementen der Festung. Nun, wenn ihr so weit kommt und dann die Sphärentore so sehr aufdrücken könnt, dass ein Djinn oder ein Diener hindurch kann, dann wäre es natürlich eine Möglichkeit. Achtet aber hier bitte, dass auch für euch die Sphären verschlossen sind. Das ist richtig, daran hatte ich nicht gedacht. Ihr habt vollkommen recht. Es wird nicht funktionieren, wenn der Limus verschlossen ist. Deswegen sollten wir vielleicht nochmal mit Saldor sprechen, aber ich glaube, er ist ja sehr starrsinnig. Wirklich? Ich hatte bisher immer angenommen, dass Djinne und Elementare ein Teil der vierten Sphäre ohnehin sind. Die Sphäre, sie sind nicht in der dritten Sphäre und daher können sie nicht ohne weiteres gerufen werden, wenn die Sphärentore verschlossen sind. Gut. Es spielt keine Rolle, aus welcher der Sphären sie kommen. Ich kenne mich gut damit aus. Eine andere Möglichkeit, über die wir nachgedacht hatten, war der Nihilo Gravo. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie hoch schwebt die Festung? Könnte man es erreichen? Das wie hoch spielt beim Nihilo Gravo keine Rolle. So weit und so hoch wie ihr mögt, aber ihr solltet aufpassen, dass ihr euch nicht aus dem Kreis heraus bewegt. Denn dann fallt ihr. Genau, das ist sehr riskant. Ich denke, die sicherste Methode, die wir bisher erörtert haben, wäre wahrscheinlich der Leib des Windes. Und es gibt ja eine Variante des Nihilo Gravo, indem man sich des Griffes von Dere entzieht, aber nun, man ist ja nun nicht gegen die Winde gefeit. Dies würde einen weiteren Kantus erfolgen, eine Abart des Motorikus, vermute ich, um zielgerichtet zu navigieren. Es ist auch mal die eine Sache, wie man sich bewegt. Ja, es ist natürlich in Anführungsstrichen einfach, eine Festung hochzuschweben, beziehungsweise in einer Nihilo-Gravo-Zone von in einem Durchmesser von vielleicht 3 Metern nach oben zu springen, aber selbst der kleinste Luftstoß oder der kleinste Angriff eines Dämons würde ausreichen, um euch aus diesem herauszubringen und dann rettet euch nur noch der Paradü. Und das klingt nicht nach einer empfehlenswerten Option, auf diese Festung zu langen. Nun gut. Wir diskutierten auch, ob sich diese Festung, nun ja, ob sie eine temporal magische Funktion hat, ob sie, nun ja, sie sollte eigentlich nicht mehr bestehen. Und wir diskutierten im kleinen Kreise, ob es möglich sein kann, dass diese Festung vielleicht eine Art kleiner Minderglobul ist, die sich durch den Limbus bewegt. Ja, darüber solltet ihr am besten mit Prischer sprechen. Gut. Dann danke ich euch für eure Zeit, für euren Tee, für eure Mühe. Ja, er schenkt sich nochmal Tee nach, hat natürlich viel verschüttet und den Rest getrunken. Nickt euch dann zu und entlässt euch.
Derweil bei Ömer und Raphim. Ihr seid im Ingrim-Tempel. Ja, da könnt ihr sehen, viele verschiedene Handwerker. Ihr könnt Thorn Eisinger erkennen, ein paar Steinmetze, ein paar Seiler. Ihr könnt Ignar erkennen, Sohn des Artogosch. Und eine andere Zwergin, die habt ihr schon im Rat der Helden gesehen. Und auch die Meisterin der Esse. Ja, ihr guckt euch ein bisschen um und überall um euch herum wird Eisen geschmiedet, Seile gedreht, die Feuerulfen brennen und die hochgeweihte Feuerlind-Hitzacker steht dort. Guckt euch mit den Händen verschränkt vor ihrer Brust an, mit ihrem roten Zaushaar und einem Brandsiegel auf der Stirn. Sieht sie dann doch sehr martialisch aus. Geht da nicht so rum. Mit den Händen in der Hosentasche. Hier wird gearbeitet. Ingrim zum Gruß. Immer geht auf die Frau zu. Ja, Ingrim zum Gruß, Eure Gnaden. Ich bin Ritter Ömer und ich suche einen gewissen Mann namens Mestel, der wohl mal der Geselle von Leonardo war. Nestel, meint ihr? Nestel mit N. Ah, Nestel, ja, das meinte ich, Entschuldigung. Ja, der ist komplett durchgedreht. Den haben wir hier rausgeschmissen vor ein paar Jahren. Durchgedreht? Ist der irgendwie einfach nur rausgeschmissen worden oder ist er jetzt hier? Okay, was ist wohl passiert? Er faselte irgendwas davon, dass er den Adler von Leonardo wieder aufbauen will. Und hat hier ein bisschen dran herumgebaut und dann haben wir ihn rausgeschmissen. Er hat sich Okay. irgendwo ein Lagerhaus gemietet. Ich glaube, Lagerhaus 42 oder sowas. Irgendwas in einer stinkenden Gerberei. Draußen vor der Stadt. Hat sich ein paar Hunde gemietet und baut da jetzt weiter vor sich hin und her. Wir haben ihn nicht mehr gesehen. Das ist ein guter Tipp. Dankeschön. Ist komplett durchgedreht. Vielen Dank, Ingrid, mit euch und gutes Schaffen. Gutes Schaffen. So, Raffin, wir müssen los. Auf zur Fleischerei. Noch ein bisschen frisches Fleisch kaufen. Das geht gut. Ah, Genau. okay. Ja, ich weiß, was du vorhast. Gut, dann könnt ihr bei einem, ja, das Schlachthaus werdet ihr auch dann direkt vor den Gerbereien finden. Sprich, da werden dann die Schlachtabfälle auch in den Fluss gekippt teilweise, was die Elfengewalt natürlich unglaublich erzürnt. Aber es hilft alles nichts. Und dann, nachdem ihr da ein bisschen Fleisch gekauft habt von beliebigem Tier, könnt ihr dann auch, gib mir mal eine Gassenwissenprobe. Ja, immer will ganz gerne das billigste Tierfleisch kaufen, was es so gibt, wo kein Knochen drin ist und was kein, ja, was man so Hunden verfüttern kann, fragt man noch mal kurz. Und ja, das wird wahrscheinlich auch recht günstig sein und das wird dann eben gekauft. Und Gassenwissen, ja, immer führt uns da durch. Raphim popelt in der Ortseinschätzung? Nase. Hilft Ortseinschätzung? Was? Ja, doch. Tja, würde sagen, oder nein, ja, wenn nicht. Oh, schlechter Wurf. Schlechter Wurf. Was? 70? Oh, Junge. Ja, unweit einer stinkenden Gerberei findet ihr einige Lagerhallen, deren Gelände bis auf einen Zaun frei zugänglich ist. Vor der Nummer 42 sitzen zwei Werheimer Doggen, auch die Werme Bluthunde genannt, an einer Kette angeleint. Die Hunde sind scharf. Gut, dass wir Fleisch mitgebracht haben als Bestechung für die Hunde. Ja, ich glaube, da gibt mir noch mal ein Abrichten. Erleichtert es hier Erleichtert. um nur eins, weil es sind halt Werheimer. Ackerbau? Alchemie? Also ich Da habe hört's keine auf Ahnung nach von A. Hunden. Ja, Rafim? Ich habe keine Ahnung von Hunden. Ja, dann Zeit für dein Schwert. Ich hätte noch Tierkunde anzubieten, aber Ja, ja, Tierkunde Richter verschieden. plus 10, minus 1. Könnte dich mit Füchsisch unterstützen. So, wenn wir den jetzt da hinwerfen, sind die abgelenkt genug, da können wir vorbeilaufen, da passiert nichts. Top. Deswegen habe ich das Fleisch mitgenommen. Ich denke hier mal mit, ich bin ein schlauer Fuchs. Macht Sinn. Sehe ich irgendwelche Zeichen auf Attack an dieser in der Nähe? Füchsisch meinst du? Vorsicht, bissiger Hund. Okay. Das ist hilfreich. Sehe ich irgendwie was, wo, wie man anders ins Gebäude kommen könnte? Gibt es irgendwelche Hinweise oder sowas? Nee, also du kannst, das könnt ihr euch jetzt schon auch angucken, vor der Tür könnt ihr ein angbarer Vorhängeschloss sehen. Das ist also unglaublich hochwertig. Da muss dann Ömer auch mit einiger Zeit dann noch vielleicht das Schloss knacken. Immer schaut sich mal den Weg aufs Dach an.
Also wenn du auf einem Zaun entlang balancieren könntest, wie gesagt, es gibt halt so einen Zaun, der um diese Lagerhallen herumführt. Wenn du da drauf balancieren kannst, mit einer Akrobatik oder ist es Akrobatik? Mit einer Akrobatikprobe plus 5, kannst du natürlich auch ableiten, dann würdest du es auch schaffen, an den Werhammer Doggen vorbeizukommen. Also ich denke mal, das ist ganz einfach. Das sieht ja ganz einfach aus, Raffin. Komm, packen wir mit an, schmeißen wir auch so ein Steak dahin. So ein bisschen abseits von der Tür, dann gehen die von der Tür weg und dann fressen die das und dann kommen wir gemütlich zur Tür. Kriegst du das Ding denn auf? Und das werden wir dann sehen. Ja, wie viel liegt da viel Kette oder nicht? Also können die mich So, so, erreichen? so, dass sie dich. Also, die bewachen schon irgendwie die Tür, aber wenn ihr tatsächlich dann über den Zaun kommt. Könntet ihr vielleicht auch mit einer Kletternprobe aufs Dach rauf und dann stehen dann nochmal ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung. Ja gut, Ömer sagt, es geht. Wir schmeißen das jetzt dahin. Ich Ja, wir kletter schmeißen durch das den Fleisch jetzt Zaun. einfach dahin, das klappt dann. Ich bin Ja, mir sicher, ganz sicher. das geht. Ich hole schon Ja, ich mal Hundetoken. Hör Moment, mal, das das schickt sollte gehen. Das klingt nicht so, Easy. als würde das gehen. Abrichten, Abwehr. Ja, richtig. Was sind das für Talente? Da habe ich auch noch nie von gehört, du. Du musst nur dafür sorgen, dass Rafi als erstes angegriffen wird. Muss nur Raffin ins Bein stechen und dann schneller sein als er. Bist du nicht Efling? Ach, das sind Doggen. Ganz im Ernst, glaubst du das jetzt? Warum sollte man Angst haben vor Hunden? Hey, das ist total überbewertet. Das wird total Ist ja nicht so, überbewertet. ist ja nicht so, als hätten die alle verbeißen und niederwerfen eingebaut. Hey, niederwerfen sind gerade mal Körperkraftproben. Das kann ja immer total toll. Ja, der kann mich gerne mal versuchen niederzuwerfen, mein Freund. Auf die Körperkraft bin ich nicht gespannt. Hast ein Rabenstabel, deine Waffe ist aber nicht gezogen für ein enges Nö. Niederwerfen. Ja, über das habe ich auch nicht gezogen. Warum denn? Das sind ja nur Hunde. Die Also kriegen jetzt was zu maximal futtern, habe dann ich sind das liebe vielleicht meinen Hundis und Schlagring dann geht an, auch aber von dran das war's vorbei. dann. Obwohl, was ist das für eine Gegend, in der wir rumlaufen? Das ist das ist Mylas Grund, also Also sind das Asis. das sind Asis, ja. Dann habe ich meinen Schlagring an. Aber das sind Hunde, da reicht auch der Schlagring. So, schauen wir mal nach. Mutprobe. Ja, weiß ich nicht. Was wollt ihr tun? Wollt ihr klettern oder wollt ihr da dran vorbei? Einfach mal gemütlich dran vorbei zur Tür natürlich erstmal. Ja, also muss man über diesen, also ich meine, muss man initial über diesen Zaun klettern, um auf das Gebiet zu kommen, oder kann Nee, man da nee, auch also einfach reingehen? du könntest, also es gibt, also ich mal das gerade mal auf. Moment, wir machen das ganz Ja. einfach. Steuerung F. Dann haben wir hier haben wir den Eingang. Und dahinter ist dann irgendwo das, hier ist dann irgendwie so ein großes Lagerhaus. So kannst du dir das grob vorstellen. Und dann, ich habe ja eben gesagt, wenn ihr über den Zaun klettert, dann könntet ihr Ah, hier okay, also wenn hier und ist hier ein hier. offener Eingang, durch den ich einfach reingehen kann. Genau, und da sind dann die Hunde mit der Kette und da hat jetzt Ömer das Fleisch irgendwo hingepfeffert. Und die fressen das jetzt gerade, natürlich, klar, die gehen da voll drauf ab. Aber vielleicht greifen die euch auch an, Ja, also. rein Ach, da. das tun die Ömer hat gesagt, bestimmt das nicht. geht. Gut, dann Initiative bitte. Und Scheiße. während ich jetzt Kann ja hier mal passieren, den ne? Bluthunden noch einen richtigen Token gebe, gucken wir uns erstmal an das Gespräch von Jalan und Kiaras, denn die wollten eben noch was machen. Ja, dann kommt dann sehr Ja. zielstrebig aus der Stadt des Lichts marschiert. Ja, du findest mich dann direkt draußen so auf einer Bank oder etwas ähnliches sitzen, Füße überschlagen, hochgelegt und mit einer Zigarre in der Hand. Und ich starre auf die Felder hinaus. Ihr habt gewartet. Schon auf die Beine, es gibt Paktierer zu töten. Ah, komm, setz dich hin. Ich glaube, wir können es uns leisten, einmal kurz auszuruhen. Nun, den Moment haben wir wohl. Ich lasse mich dann neben ihn auf die Bank und schaue auch mal über die Felder und die Stadt hinaus. Wie geht es dir jetzt? Ich habe einen Zweck. Die Götter haben uns nicht verlassen. Also haben wir unseren guten alten Jahren zurück. So wie immer. Ich reiche dir einmal die Zigarre. Keine Sorge, da ist nichts drin. Einfacher Tabak. Danke. Manchmal frage ich mich, warum wir das alles überhaupt tun. Solche Momente erinnern einen wieder. Manchmal frage ich mich,
jetzt gerade erst, wie ich überhaupt hierher gekommen bin. Bin mir ziemlich sicher, es fang an, als wir euch gefragt haben, hey, Karenor, wollt ihr euch nicht einen ganzen Haufen Gold verdienen? Nein, nein, es war tatsächlich früher. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher jetzt, wo all das hier angefangen hat. Vor Jahren schon stand ich vor meiner Tante Chantala. Das ist Oberhaupt unserer Familie, musst du wissen. Und sie hat mich vor eine Wahl gestellt. Entweder ich lasse mich von ihr ausbilden, in Politik, in Intrige, in all dem Spiel, wie du verstehst. Oder ich gehe auf die Akademie, zur Flotte. Warum seid ihr dann zur Flotte gegangen? Ich hatte keine Lust, einfach nur Bettwärmer zu sein und für die nächste Intrige mit irgendwelchen alten Frauen zu schlafen und die ganze Zeit auf meinen Rücken zu achten. Außerdem war das kurz nachdem mein Vater ermordet wurde. Oha. Dolch in den Rücken. Wie muss das wohl sein, für euch Granden? So viel Macht und so viel Gold zu haben, war keinen gottgegebenen Zweck. Ja, einige vegetieren vor sich hin, andere sehen Ambitionen, immer größere Höhen, die es zu erreichen gibt. Du solltest die Pläne hören, die sie schmieden, neue Kontinente erobern. Das Reich ausweiten, Brabak vernichten, es ist endlos. Und doch sprecht ihr immer sehr liebevoll von eurer Heimat. Es ist befreiend im Gegensatz zu hier. Die Leute sind intrigant, sie planen gegeneinander, lügen gegeneinander, aber dennoch sind sie in diesen Intrigen, in dieser Lüge ehrlich. Denn du weißt, was du zu erwarten hast. Hm. Ich weiß nicht. Hier hat jeder seine Aufgabe und jeder seinen Platz. Die einzigen, die Intrigen schmieden, sind die, die das nicht anerkennen wollen. Und in meiner Heimat schaffst du deinen eigenen Platz. Nur diejenigen, die fleißig sind, die es würdig sind, erreichen neue Höhen. Auch wir haben einen Ort wie die Stadt des Lichts, die Stadt des Schweigens auf dem Rabenfelsen. Ebenfalls beeindruckend, nicht blendend, doch man könnte sagen, es verschlägt einem die Sprache. Eines Tages müsst ihr ihn nun mal zeigen. Gerne doch. Ach, der neue Tempel ist wahrlich beeindruckend. Irgendwie vermisse ich ihn.